Hühnerhaltung ist einfach und ist ein Hobby für die ganze Familie von jung bis alt. Goldort unterstützt sie bei ihren Aktivitäten mit einem umfangreichen, ausgewogenen Futterprogramm, das sie in jedem Reifeisenmarkt erhalten und auch bei vielen gut sortierten privaten Futtermittelhändlern. Legehennenfütterung gelingt am einfachsten mit Goldort Eiervollkorn. Goldort Eiervollkorn ist ein grob strukturiertes Mehl. Hühner lieben Struktur, sie brauchen Struktur. Und der Fressreiz wird ausgelöst einmal durch die Körnung, durch die Struktur, durch die Korngröße und natürlich durch die unterschiedliche Färbung der Komponenten. Eiervollkorn hat einen Maisanteil von ca. 30%. Das bewirkt eine kräftige Dotterfarbe. Der Kalziumgehalt in Eiervollkorn ist hervorragend eingestellt. Sie werden mit der Eischalenqualität zufrieden sein. Wenn die Tränke, wie jetzt hier im Beispiel, im Freien steht, dann bildet sich durch die Einstrahlung der Sonne schnell Schleim oder auch Algen. Das kann man sehr gut daran erkennen, dass das weiße Behältnis einen grünen Belag ansetzt. Hier empfehlen wir das Goldort Naturkräuterkonzentrat. Hühner mögen das Trinkwasser, das mit Goldort Cura Naturkräuterkonzentrat angereichert ist, sehr gerne. Und der Effekt der Algen- und Schleimbildung wird in der Tränke wirksam verhindert. Hühner brauchen Beschäftigung. Wenn die Beschäftigung mangelt, dann beschäftigen sich die Hühner gegenseitig mit sich. Das artet dann aus in Federpicken oder auch bis zu Kannibalismus. Das wollen wir vermeiden. Deswegen bietet sich die Möglichkeit an, beispielsweise mit einem Pickblock, den wir hier im Stall sehen, den Hühnern Beschäftigung zu bieten. Der Pickblock besteht aus einer harten Masse, bestehend aus Weizen, Mais, Tritikale und so weiter. Die Härte des Pickblocks bedarf eines gewissen Pickens. Es bauen sich Aggressionen in der Herde ab. Die Herden sind deutlich ruhiger und gelassener. Gleichzeitig werden die Hühner durch den Futterwert des Pickblocks werden sie belohnt, weil sie das Getreide ja aufnehmen und der Pickblock ersetzt ungefähr 10% des Futterwertes. Im Auslauf kann man ideal auch Küchenabfälle verfüttern. Hühner sind Allesfresser und hier kann man auch ideal seine Küchenabfälle verwerten.